Herzlich willkommen zurück. Bei einer angeschlagenen Lara Croft. Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Vorbei! Bastard! Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier.
Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Verschleppt und verraten. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ja, wir sitzen jetzt hier im Knast, würde ich sagen. Da vorne eine kritische Wand, die könnte man theoretisch zerschlagen. Dort kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen. Aber dazu bräuchten wir noch irgendwas. Was haben wir denn hier an Utensilien? Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Instinkt näher an. Aha, ein altes Rohr. Dumm, dass sie uns hier eingeschlossen haben in so einem baufälligen Gefängnis. Die wissen doch, dass wir einiges drauf haben. Was haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Und ich weiß es schon. Wir zerschlagen hier die Wand. Ich muss nur gucken, dass wir nicht zu viel Aufsehen erregen. Ist da irgendwo ein Wärter? Da gibt's auch noch einen Brief da hinten. Ich sehe das. Noch ein paar Dokumente. Hier können wir uns nicht einfach reinschlagen. Okay, probieren wir es mal hier. Das haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Einmal wieder schlank machen. Aua. Die guten Brüste. Da ist sie. Gibt's einen Weg raus? Nein. Der sei frei. Aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Neue Waffe erhalten, Recurve-Bogen und den Seilpfeil, den wir natürlich auch gebrauchen können. Ja, da müssen wir im nächsten Lagerfeuer mal ein bisschen aufmöblieren. Und da ist Lenin, der gute Lenin. Quasi der Gründer der Sowjetunion. Aber da wissen wir auch, was es zu tun gibt, weil ich habe da schon was gesehen. Liebe Lara, das kriegen wir hin. Vorsicht, wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Hat geklappt. Können Sie da raus? Probieren wir es. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Sie das, als wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Moment. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Merkwürdige Bekanntschaft. Retten Sie Jacob aus dem Gulag. Jacob Fry? Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen.
Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Eine neue, bessere Welt. Das glauben sie tatsächlich immer noch. Was kann ich denn hier an schönen Pfeilen herzustellen? Herstellen, Wagen, versuche mich dran. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Narben. Es war ein Arbeitslager. Ein Arbeitslager der Sowjets. Ein Gulag. Oh mein Gott, da wurden auch damals richtige Untaten getan. Vor allem unter Stalin. Der war auch nicht unbedingt viel besser als Adolf Hitler. Und das kann man, glaube ich, so sagen. Wie viele Leute der umbringen lassen hat und so weiter. Also das war auch ein richtig mieser Hund. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Ja, und ich hatte es ja letztens erst noch angesprochen. Die wollen ja eigentlich nur eine Eisenbahn bauen, die Sowjets ursprünglich. Und vielleicht sind sie dann hier auf die göttliche Quelle gestoßen. Oder zumindest haben sie irgendwas geahnt. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Okay, das hatten wir schon. Hier liegt noch irgendwas. Das hören wir uns auch mal eben an. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Mann. Lara. Das war eine miese. Die Frau, müsst ihr euch mal reinziehen. Die hat uns verraten. Die Frau von unserem Vater. Die mit ihm in der Kiste war. Wie sie es veranschaulicht erklärt hat hier. Unsere Freundin Lara Croft. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommandant Boston 2, letzter Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Mehr Einheimische? Negativ. Am meisten Wagen ist ein Eindringling gestartet. Oh, die Anlage. Erwarten wir noch andere? Okay, das dürfte jetzt sehr, sehr interessant werden. Mann.
Okay, ich werde erstmal Folgendes probieren. Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Da oben mache ich auch noch Feinde aus. Es sind super viele am Start. Ich probiere erstmal da vorne aufs Dach zu kommen und den einen da oben auszuschalten. Die Jungs da oben, die haben definitiv den Vorteil. Ich hoffe, wir kriegen unsere Sachen wieder. Bin ich ja alles umsonst so eifrig gesammelt. Das wäre voll ärgerlich. Verdammt, es ist echt arschkalt hier. Moment, damit können wir Pfeile herstellen. Oh. Da drauf bleiben, Lara, da drauf bleiben. So, Nummer 1 ist ausgestellt. Geschafft. Unglaublich, dass das Zeug überhaupt noch funktioniert. Das hier scheint Sabotage gewesen zu sein. Die Einheimischen. Noch ein Grund. Der eine da könnte auch noch Probleme bereiten. Ich glaube, den sollte ich mal ausschalten. Der steht da gefährlich. Fuck, ich habe immer noch keinen Pfeil. Doch, ich muss doch einen Pfeil haben. Einen Giftpfeil habe ich leider nur. Egal. Ich muss unbedingt an Lagerfeuer, wo ich dann Pfeile herstellen, weitere Pfeile. Zumindest kann jetzt keinen Giftpfeil mehr herstellen, aber ich muss doch normale Pfeile herstellen können. Wo ging das denn nochmal? Hier? Mist, ich glaube, dafür muss ich echt noch an Lagerfeuer. Ich weiß es nicht mehr genau. Die Pistole haben wir immer noch, interessanterweise. Aber unsere ganzen anderen Klamotten nicht mehr. Wer lässt uns denn bitte schön eine Pistole? Erstmal in das Gebäude hier rein. Ach, wunderbar. So, dann können wir hier schon mal mit aufräumen, jetzt zumindest. Wenn es hart auf hart kommt. Oh, das war aber nicht gerade unauffällig. So, jetzt hätte ich natürlich die Betäubungspfeile auch für die hier nutzen können. Das wäre nicht verkehrt gewesen. Einmal nachladen. Können wir den aber ausschalten, ohne dass das dem einen auffällt. Ja, das klappt. Den nächsten, dann komm. Lautloser Kill. Wir müssen noch ein Riesengebiet abschließen. Wir müssen einfach mehr Männer rausschicken. Konstantin will Leute in der Kupfermine. Ist da irgendwas? Wir haben mal eine Aufzeichnung in der Fitness gefunden. Wir haben wohl nur noch gar in der Mine. Haben wir gewusst, was hier versteckt war? Zuerst nicht. Aber sie haben es offensichtlich rausgefunden. Das meiste Zeug ist Jahrzehnte alt. Die scheinen nicht mitgenommen. Folie 3 kommen. Alles ist ruhig. Ja, das macht mir Sorgen. Vielleicht sind sie nicht gekommen. Hört mich jemand? Scheiß Funkgerät. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Ja, ja, sie will uns nicht zur Feindin haben. Die gute Anna, kein Wunder. Viele Einheimische sind von uns an Ort. Aber was für eine krasse Spionin, oder? Und sowas gab es ja wirklich, damals auch in der DDR. Leute, die irgendwie 10 Jahre lang mit einem verheiratet waren, nur um den auszuspionieren. Wie übel, stell euch das mal vor. Das fliegt dann auf und dann wisst ihr, ey, das war nie wirklich irgendwas mit Liebe zu tun. Das ist ja noch schlimmer, als wenn eine nur mit Geld wegen einem zusammen ist. Gar nicht. Die haben alles versucht. Das dürften die letzten beiden sein. Ich glaube, dann habe ich hier alle ausgestellt. Oder da oben ist noch einer. Oh, den hätte ich beinahe übersehen. Zum Glück habe ich da nochmal drauf geschaut. Bei dem muss ich auf jeden Fall ausschalten. Der könnte uns sonst zum Hängnis werden. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall aufgefallen. So, jetzt schnell, öffnet eine Deckung. Okay, Knarre rausholen und reinhalten. Das war ein guter Treffer. Verdammt, Axt, woher?
Schweinepriester. Wir haben mittlerweile auch eine ordentliche Durchschlagskraft. Ich komm dich holen. Bams! Ja, praktischer ging's ja kaum, aber voll in die... ins Feuer geballert. Okay, schön erstmal nachladen. So, jetzt haben wir hier Ruhe im Karton. Schicht im Schacht. Bei den Pennern. Wow, was wollte sie denn da machen gerade? Das war interessant. Habt ihr das gesehen? So, jetzt kann sie auch runterklettern. Ja, eine Laterne hätten wir natürlich auch werfen können. Das ist auch nicht schlecht. Ich hätte gern die Waffe von den Typen. Aber auf jeden Fall noch ein paar Pfeile bekommen. Müssen wir gar nicht mehr so viele herstellen dann irgendwie. Sonst noch irgendwas Interessantes hier. So. Jetzt werfen wir mal wieder einen Blick auf die Karte. Hier, die Karte ist leider noch nicht gar nicht entdeckt, irgendwie groß. Aber wir gehen natürlich auch noch wieder hier zurück müssen ins normale Gebiet. Da gibt es Federn, da gibt es eine Truhe irgendwie da vorne noch. Huiuiuiui, sollten wir uns anschauen. Gehen wir da mal rein. Wenn wir denn da einfach reinkommen würden... Das hätte ich mir wahrscheinlich eben noch anschauen sollen, als ich da noch oben rumgetummelt bin. Habe ich wieder zu selten einen Blick auf die Karte geworfen. Das ist eigentlich immer gut, das soll man immer oft machen. Oh. Nehmen wir das doch auch mal mit gerade, das Fell hier. Und diese Heilsalbe ist auch nicht schlecht. Dann können wir ja diese, mit den Heilbeeren können wir diese Heilsalbe machen. Auch noch was Schönes. So mitgehen lassen. Diese Laptops, da können wir nichts dran machen. Komischerweise. Hartholz, ja gut, das ist mir echt Wumpe. Eine Feder. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Da wo wir auch eigentlich hin sollen. Sesam, öffne dich. Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof, ich bin schon drin. Der Ausweg finden Sie Jacob. Und das werden wir tun in der nächsten Episode mit Lara Croft. Oder kommt ein Heli?